Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so einen kleinen Achievement Guide. Heute geht es um ein Achievement, was wir hier im Schlund erledigen können. Und zwar finden wir das einmal unter Quests und dann Shadowlands. Und das Ganze heißt der Zuwalzer, also Zuwalwalzer quasi. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Tanzt in der Nähe von 5 verschiedenen Schmieden in Zuwals Kessel, während ihr einen schlundsicheren Sonnenschirm tragt. So. Wie müssen wir jetzt an die Sache herangehen? Wir brauchen als erstes eine Invasion im Schlund, und zwar den Kyrianer-Angriff. Den Kyrianer-Angriff haben wir immer für 3,5 Tage. Die sind ein bisschen random, diese Angriffe, und zwar gehen die immer von Mittwoch ID-Reset bis Samstag 21 Uhr und dann von Samstag 21 Uhr wieder bis ID-Reset. Innerhalb von 2 Wochen sind alle 4 Angriffe einmal am Start und dementsprechend, wenn ihr einen Angriff habt, müsst ihr um die 2 Wochen warten, bis der nächste ist. Das hat Relevanz, denn nicht bei jedem Kyrianer-Angriff sind dementsprechend, oder ist die Möglichkeit gegeben, dieses Achievement anzugehen. Ich habe jetzt fast 3 Monate gewartet, bis ich es machen konnte, denn wir brauchen eine bestimmte Quest. Diese Quests bei den Kyrianer-Angriffen sind leider random, so wie bei den anderen Angriffen auch, und dementsprechend können wir von der Auswahl aus um die 10 Quests immer 4 pro Angriff quasi abschließen. Und dementsprechend hat es jetzt bei mir 2-3 Monate gedauert, bis die richtige Quest gekommen ist. Und zwar, ihr braucht die Quest der Glutsammelhof. Diese Quest braucht ihr und nur wenn diese Quest ist, könnt ihr es abschließen. Kann bis zu mehreren Monaten dauern, bis sie da ist. Deswegen, wenn ein Kyrianer-Angriff ist, solltet ihr nachgucken, ob diese Quest am Start ist. Selbst wenn ihr die Belohnungen oder den Ruf nicht mehr braucht. So, wir haben jetzt den Kyrianer-Angriff, haben auch die richtige Quest der Glutsammelhof am Start. Und jetzt können wir lostigern. Wir müssen nämlich jetzt einen Typen finden in Gubbins und da habe ich mir schon 2 Makros gemacht. Einmal ein Makro mit Koordinaten, wo der Kollege ist und einmal Koordinaten, wo wir dann hin müssen. So, wir suchen jetzt erstmal den Typen. Ich habe den hier unten schon gemerkt. Hier Gubbins heißt der und der hat 3 verschiedene Spawn-Punkte. Die werde ich euch in die Kommentare auch posten. Hier einmal bei 39,40 im Schlund, dann bei 35,43 und dann haben wir nochmal einen bei 31,42. Die einfach ablaufen und ihn suchen. So, sobald wir dran sind, können wir mit ihm quatschen und er gibt uns einen Sonnenschirm. Und mit diesem Sonnenschirm haben wir jetzt 3 Minuten Zeit, an alle Schmieden zu gehen und zu tanzen. Jetzt lösche ich mal hier die Wegpunkte. Das ist übrigens ein Add-on, das heißt TomTom. Dann kann man sich die alle anzeigen lassen. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch das holt. Und dann habe ich ein zweites Makro. Das werde ich euch auch in die Kommentare posten. Und da sind einfach die 5 Schmieden. Ich habe das einfach von WoW Head auch. Also sollte ich es vergessen, ich werde euch da auf jeden Fall das auch verlinken. So, jetzt haben wir hier einfach alle 5 Schmieden. Und diese 5 Schmieden übrigens da unter der Kiste ist die letzte. Ich habe es fast auch nicht gesehen. Zu denen müssen wir jetzt hin. Und dann einfach / Dance oder Tanzen eingeben. Ich habe mir da auch schon ein Makro gemacht, weil ich faul bin. Okay, jetzt hat es irgendwie hier nicht ganz funktioniert. Machen wir das mal nochmal. Tanzen. Vielleicht muss ich mich ganz an die Schmiede ranstellen. Also ich bin eigentlich direkt an der Schmiede dran, aber irgendwie zählt er das nicht. Vielleicht muss ich es manuell machen. Moment, ich gebe jetzt mal Tanzen ein. Mir wird im Stream gerade geschrieben, dass das kurz dauert. Vielleicht muss ich ein paar mehr Sekunden tanzen. Ah, seht ihr? Okay, das war ein guter Tipp hier. Man muss anscheinend 3-4 Sekunden warten, bis das Tanzen zählt. Das funktioniert nicht sofort. Gut, jetzt muss ich mich einen Ticken schicken, weil jetzt habe ich nur noch 2 Minuten. Und ja. So, hier oben haben wir anscheinend auch nochmal 3 Schmieden. Die sind relativ nah beieinander. Man sieht sie jetzt auch tatsächlich relativ gut, da sie hier für diese für dieses Kyrianer-Angriffs-Event hier so einen Bereich um sich rum haben. Das wird wahrscheinlich dann nochmal für eine andere Quest relevant sein. Dann machen wir hier bei der nächsten auch das Tanzen an. 2 Seder haben wir jetzt hier schon aktiv. Jetzt haben wir das dritte. Und dann können wir hier auch das vierte machen. Und ihr habt gesehen, jedes Mal, wenn es geklappt hat vom Achievement, dann schießt hier quasi so, ich weiß nicht, was das sind, so ein kleines Feuerwerk oder so Spiralen hoch. I don't know, ist aber auch irrelevant. Wir müssen jetzt bloß gucken, dass wir es in der Zeit noch zur letzten schaffen. Wir haben jetzt noch 47 Sekunden. Und da hinten haben wir die letzte bei 32,41. Jetzt schauen wir mal. Ah, schau mal, da unten ist die. Sonderlich weit sind die ja echt nicht auseinander. Dann tun wir jetzt hier auch nochmal unser Tanzmakro einmal drücken.
Und tada, jetzt ploppen einige Achievements auf. Bei mir war es jetzt so, dass ich einmal das Achievement, wo wir angegangen sind, der zu Walzer bekommen habe. Und dann ist das Achievement hier noch Teil von einem Meta-Achievement, und zwar von in der Offensive. Da muss man dann nochmal x andere Achievements hier im Schlund erledigen, während diesen Paktangriffen. Dazu hatte ich auch bis jetzt zu jedem schon ein Video gemacht. Also das ist dann einfach auch in der 9.1 Achievement-Playlist mit drin. Und wiederum in der Offensive ist dann auch ein Teil von dem insgesamt 9.1 Meta-Achievement, die Ketten durchbrechen. Und dafür gibt es dann auch ein schickes Mount, und zwar Armreif von Salagrangor. Okay, das ist auch wieder so ein schickes Handmount. Mir wurde aber schon berichtet, dass das verbuggt sein soll aktuell noch. Deswegen kann ich das euch, glaube ich, nicht zeigen, obwohl ich es jetzt eigentlich bekommen müsste. Ja, hier, vielleicht ist es auch in der Post, da müssen wir mal gucken, aber fürs Achievement sind wir jetzt tatsächlich durch. Wie gesagt, das Makro, beziehungsweise beide Makros packe ich euch in die Infobox, das Slash Dance oder Tanzen Makro, das müsst ihr selber machen, so viel traue ich euch zu. Und ja, dann sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Zu dem Meta Achievement werde ich dann nochmal ein extra Video machen, das ein bisschen länger gehen wird, wo ich euch dann nochmal grob alles zeigen werde, aber wie gesagt, für die Einzel-Achievements habe ich ja auch schon Videos erstellt. Damit sind wir dann tatsächlich auch durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.